Emma. Als Rosalie dachte, ich bin abgestürzt, hat sie sich sofort Linda an den Hals geworfen. Rosalie kann... Aber vielleicht hat Linda sie auch so derart genötigt, dass sie gar nicht anders konnte, als ihn zu küssen. Bitte, ich... Felix, halt mich da raus, ja? Du bist ihre Schwester. Du kennst Rosalie am besten. Weißt du, was du mir da gerade antust? Ich könnte Rosalie niemals in den Rücken fallen, sie ist meine Schwester. Aber du musst doch irgendein Gefühl haben. Felix, es ist unfair von dir. Ja, das ist es. Tut mir leid. Wenn ich du wäre, dann... Hör auf dein Herz. Du musst doch am besten wissen, ob du sie liebst und ob du ihr verzeihen kannst. Alles klar bei dir? Ich weiß nicht. Deine Mutter hat mir eine Überweisung zum Hämatologen gegeben. Hämatologe? Facharzt für Blutuntersuchung, oder? Wahrscheinlich nur reine Routine. Warte. Was heißt reine Routine? Da geht man nicht einfach so hin. Was hat denn Frau Doktor konkret gesagt? Eigentlich nicht viel. Irgendeinen Grund für die Überweisung wird sie dir genannt haben, oder? Es stimmt irgendwas nicht mit meinen Blutwerten, aber mehr weiß ich nicht. Also lässt sie dich eiskalt im Regen stehen, typisch. Ich hasse das. Entweder verstecken sie sich hinter ihrem Ärztedateien oder schicken dich zum Spezialisten Simon, oder deine sonst... Mutter hat mich da nicht mit Absicht beunruhigt. Ja, und das Ergebnis ist das gleiche. Wahrscheinlich weiß sie einfach nicht, was mir fehlt. Bevor sie eine falsche Diagnose abgibt. Ja, das glaube ich. Außer Grippeimpfung und Wadenwickel hat sie nichts drauf. Mann. Wie auch immer, ich muss jetzt los. Warte. Ich komme mit. Ich bin schon groß. Aber nicht so groß wie ich. Komm. Warum war ich nicht ehrlich? Felix hat mich doch direkt gefragt, ob er sich von Rosalie trennen soll. Rosalie und du, ihr passt nicht zusammen. Oh, es wäre so einfach gewesen. Stimmt das überhaupt? Oder wünsche ich mir das nur? Marie meint, ohne Rosalie würde Felix mal wieder nach links und rechts gucken. Vielleicht sogar zu mir. Bei mir müsste sich Felix nie fragen, ob ich ihn wirklich liebe. Oh, Schluss jetzt. Sie ist meine Schwester. Ich kann sie nicht ausboten. Außerdem war Felix ihretwegen völlig durcheinander. Er kommt nicht von ihr los. Das ist es. Er liebt sie wirklich. Hätte ich ihn überreden müssen, dass er Rosalie verzeiht? Nein, hätte ich nicht. Sonst lernt Rosalie nie aus ihren Fehlern. Verstehe dich nicht, Silvia. Warum machst du einen Rückzieher? Ich dachte, du willst die Scheidung. Will ich doch auch. Ich warte nur ein paar Tage. Wozu? Du warst dir doch sicher. Ja, ich will nur in Ruhe mit Paul darüber reden. Das bin ich ihm schuldig. Das kannst du doch auch, während die Scheidung läuft. Werner, es gab eine Zeit, da brauchte ich sehr viel Unterstützung. Und Paul war sehr geduldig mit mir. Das ist doch selbstverständlich bei einer so langen Ehe. Aber wenn etwas zu Ende ist, dann muss man bereit sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Er hat doch nur um ein klärendes Gespräch gebeten. Und das habe ich ihm versprochen. Ja, merkst du denn nicht, warum er dir dieses Versprechen abgenommen hat? Er will dich zurück. Er hat meinen Entschluss akzeptiert. Es ist einfach nur sehr schwer für ihn. Silvia, bitte. Lass uns einen neuen Termin mit der Anwältin ausmachen. Es ist nur eine Unterschrift und der Spuk hat ein Ende. Ich kann meinen Mann nach 14 Ehejahren nicht einfach am Telefon abservieren. Jetzt
Jetzt wäre ich sehr gern allein. Der erste Streit? Ihr seid doch erst ein paar Tage zusammen. Und? Ja, wie sieht's denn mit Sport aus? Was machen Sie da? Ja, ich gehe jeden Tag zu Fuß vom Dorf zum Fürstenhof und wieder zurück. Naja, und an den freien Tagen mache ich mit der Hildegard auch mal einen schönen Waldspaziergang. Spaziergang, hm? Ja, oder wenn's die Zeit erlaubt, auch ab und zu mal in die Berge. Regelmäßig? Ja, wissen Sie, ich bin ja sowieso den ganzen Tag auf den Beinen. Da ist man dann froh, wenn man mal auf der Couch sitzt. Was würden Sie sagen, ist Ihre Ernährung ausgewogen? Ja, absolut. Obwohl ich natürlich den Schweinsbraten von meiner Hildegard gern öfter essen würde. Essen Sie viel Fleisch, ja? Ja, viel. Was ist gegen Fleisch zu sagen? Jeden Tag tierische Fette zu sich zu nehmen, das ist sehr ungesund. Nein, nein, es gibt natürlich schon auch was anderes. Die Hildegard backt selber Brot und macht eine hervorragende Marmelade. Gibt's denn zwischendurch auch mal Obst und Gemüse? Ja, ja, selbstverständlich. Obwohl mir jetzt Obst in destillierter Form eigentlich am liebsten ist. Aber na, Spaß beiseite, ich trinke ganz wenig Alkohol. Ich meine, das müssten ja meine Blutwerte auch bestätigen, oder? Ja, das wär's dann gewesen, oder? Herr Sonnenbichler, Ihr Blutdruck ist erhöht und Ihre Cholesterinwerte, die gefallen mir auch nicht. Ach, Schmarrn. Ist kein Schmarrn. Doch, ich kenne das. Bei mir hat schon einmal ein Labor die Ergebnisse verwechselt und da hieß es dann gleich, ich stehe mit einem Fuß im Grab. Nun, das ist hier garantiert nicht der Fall, da kann ich Sie beruhigen. Aber mit einer gesunden Ernährung und ein bisschen Sport, da lassen sich diese kleinen Defizite ganz gut in den Griff kriegen. Ach, was soll denn das Defizit? Mir geht's gut. Und damit das so bleibt, mache ich Ihnen einen Vorschlag. Sie besorgen sich einen Termin, und zwar umgehend, bei unserem Fitnesstrainer. Nein, nein, Herr Heinemann, der macht seine Sache ganz ordentlich. Hm? Hallo. Typisch. Du trainierst ja seelenruhig, während ich dann nicht durch die Hölle gehe. Weißt du auf mein Gespräch mit deinem Lebensgefährten an? Allerdings. Du hast mich bei Felix in ein total schlechtes Licht gerückt. Jetzt glaubt er mir nicht mehr, dass der Kuss von dir ausging. Ging er ja auch nicht. Sag mal, was soll denn das, hä? Warum? Willst du meine Beziehung aufs Spiel setzen? Warum hätte ich für dich lügen sollen? Schließlich weiß ich ja nicht mal, ob deine Gefühle für mich echt sind, so wie meine für dich. Oder ob der Kuss nur vorgespielt war. Was soll das heißen? Naja, dein Freund stürzt ab. Du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Und da triffst du mich und baggerst mich an. Da kann man doch schon mal ins Grübeln kommen, oder? Mir sowas zu unterstellen, ist echt das Allerletzte. Ich will nichts von dir, da kannst du Gift drauf nehmen. Auch kein Auto? Selbst wenn ich Felix verliere, zu dir kehre ich mit Sicherheit nicht zurück. Mit einem Mann, der mir so in den Rücken fällt, will ich nichts zu tun haben. Glauben Sie, ich bin ein bisschen zu weit gegangen? Ach was. Man sagt doch, Frauen, die einem an die Gurgel gehen, hat man schon halb im Bett.